So, 1919 dürfte es gewesen sein, ne? Ja, da steht's ja rechts. 1919. Huch. Was? Pfarrer Simon Waynes. Können Sie mich hören? Ich habe einen Teufel in Ihrer Gegend in den Fall getrieben. Nein. Und Simon. Daniel ist tot. Verdammt. Ermordet. Hören Sie nicht, wie er nach Gerechtigkeit schreit? Nein. Die haben dir den Saft abgedreht. Du sitzt fest, bis die Notstromversorgung anspringt. Ich helfe dir, dir die Meute vom Leib zu halten. Sieh in der Rohrpost nach. In welcher? Da? Wisse, Bestie. Daniels Körper macht... Halt mal ganz kurz die Klappe, mein Lieber. Aber seine Seele ruht im Kinde des Lamms. Du wirst in der... Ja, kleinen Moment. Alle Schmoren. Und ich werde ein trauernder Bruder sein, der dich dorthin schickt. So, wo kommst du denn her, mein Lieber? Hey. Ach, Mann. Nochmal hier. Ich muss hier ganz kurz dauernd Dusch switchen. So. Lass mal verbarrikadieren. Schwere Nieten. Was ist das mit dem Geräusch? Wer ist das? Wo kommt ihr denn her? Deine Sünde holt dich ein, Bestie. Und sie hat unzählige Namen. Hä? Hä? Warum? Wo lang? Ach, da oben. Huh. Ach, die Fallen haben schon gereicht. Sehr geil. Eine E-Spritze. Geld. Eleanor Lamp ist unsere Rettung, Dämon. Du wirst uns nicht um unseren letzten Lohn bringen. Was? Noch mehr? Och, da hinten. Hallo? Was macht ihr denn? Was ist das für ein komisches Geräusch? Boah! Ja, natürlich, das ist Feuer, mein Lieber! Bist du? Magst du rauskommen? Bitte? Die Geschütze sind weg, ne? Verdammt. Ah, da bist du. So, den hätten wir. Das sollten jetzt aber alle gewesen sein, bitte. Gut gemacht, alter Knabe. Ich glaube, du bist schon nahe bei Simons unterirdischem Tempel. Geh zu Pumpenstation Nummer 5 und leg den Park von da aus trocken. Hä? Der Sauerstoff wird langsam knapp in der Bahn hier. Und ich würde es nicht gerne sehen, wenn unsere Partnerschaft so früh enden würde. Oh, Alter, ich kann mich nicht daran erinnern, so viele Splicer bekämpft zu haben. Erstmal hier alles looten. Süße Maske. So, die sind alle fertig, ne? Diese Haken. Oh, Mann, 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 Mann. Okay. Gehen wir weiter? Ja, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Ist ja nichts Schlimmes passiert. Oh. Frage dich, Delta. Du, der du so unermesslich gelitten hast unter Menschen wie Ryan, was ist der Preis des Paradieses? Um dem Schmerz ein Ende zu setzen und der Sünde, welchen Preis müssen wir bezahlen?
Eleanor ist meine Antwort. Eleanor ist der Preis. Aber wieso? So, jetzt haben wir wieder Speere. Das ist gut. Das waren alle, ne? Ja. Okay. Was ist da unten eigentlich? Das hängt fest. Komisch. Hm. Was ist hier? Ah, ich dachte, das wäre ein Speer. Oh. Was ist denn hier passiert? So. Wir haben wenigstens Maximum an Gesundheit. Yes! Ich will mich erstmal hier unten umschauen. Locker eine Falle. Verkaufsexperte. Du bekommst einen Sonderrabatt an allen Verkaufsrabatten. Ja. Ja. Doch keine Falle. Geld. Geld, Geld. Sehr gut. Und ein Tagebuch. Sophia. Die klügsten Köpfe der Welt, vereint am Grund des Meeres, frei von Gesetzen und frei von Gott. Und doch sollten sich genau diese Menschen alle der gleichen Vorstellung vom Vorrang des Eigeninteresses verschrieben haben? Ryan konnte umwerfend naiv sein. Als Individuen, ganz gleich wie intelligent, war jeder ein Gefangener des eigenen Egos. Ein Meer der Träume, permanent im Fluss. Aber in Adam bleiben ihre Gene erhalten und können mit einem moralischen Träger abgeglichen werden. Utopia kann nicht vor dem Utopisten entstehen. Es wird in dem Moment entstehen, wo wir so weit sind, es zu erschaffen. Mann. Da ist wieder eine Little Sister dabei. Wollen wir das wagen? Wir haben diesmal volle Gesundheit. Komm. Ach, verdammt. Jetzt müsste man nur noch treffen können, ne? Irgendwie bringt die Speerin nicht sonderlich viel bei denen. Komm schon. Moment, vielleicht kriegen wir das damit hin. Was ist das? Ach, der hat ein Mini-Geschütz! Der hat ein Mini-Geschütz! Na. Speere bringen halt echt nicht viel bei dem. Ups, wenn man trifft. Was? Was? Na. Wo ist er? Und da war eine Brücke über den Himmel. Und ein Zug fährt, wenn's regnet. Wo ist er denn? Hallo? Hä? Ist er denn hinten? Tada! Komm der Ach, da. Ja, guck dir mal an, wie viele Speere der schon inne hat. Das ist ja unglaublich. Bringt vielleicht
das was bei ihm? Wo ist er denn? Wo ist er? Man hört ihn, aber man sieht ihn gerade nicht so. Geht er jetzt auf der anderen Seite hoch? Hallo? Hallo? Ach, da bist du. Alter. Ja, das war gerade... Was? Ah, oh, dieses Mini-Geschütz. Verdammt. So, jetzt haben wir halt echt kaum noch Munition. Warum ist der so brutal? Also nicht zu uns, sondern so brutal robust. Guck mal. Ich verballer hier alles. Alles. Guck mal, alles leer. Komplett. Nichts mehr. Eine Harpune. Zack, fertig. Und Game Over. Schon wieder. So, dann... Es ist Tuck. Es ist wieder Tuck. Na toll. Ja, natürlich hast du das. Oh, boah, irgendwie also in den letzten Folgen, seit 2-3 Folgen läuft das nicht mehr so gut, ne? Wo ist er? Ich würde ihn ja angreifen, wenn ich noch was zum Angreifen hätte. Oh, ja, geil. Funktioniert der wieder super. Da. Munition. Moment. Hacken. Nein! Ich bin aufgeregt. Nein! Okay, Schrot. Panzerbrechende Munition. Ja, oder? Bei welchem war das? Da. Komm schon, komm schon! Wir haben ihn nicht gleich! Ja! Oh. So, du kommst mit uns. Oh Mann! So, Speere einsammeln. Ein Speer! Ein Speer! Willst du mich verarschen? Ah, okay. Ein Speerset. Würde ich sagen, ne? So. Adam, Daddy, hier. Das machen wir gleich. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Die war irgendwo... Ja. Oh. Wo kommt der denn jetzt her? Oh. Geh mir aus dem Sonnenlicht. Ich bin minimal genervt. Minimal. Sorry, dass ich ruhiger bin und wenn ich mal rede, dann... So bin ich drauf. So bin ich gerade drauf. Komm, Schatzi. Ich sage den anderen Mädchen, dass ich den besten Daddy der Welt habe. Sag das.
Hi. Boah, ich finde die Patronen geil. Wo ist denn der Große? Ach, da ist der Große. Moment, Moment. Ja, ich komme ja gleich wieder. So. Erstmal hier wieder die Speere einsammeln. Dann Speer aufheben. Gut. Ach, wo ist die? Wo ist denn die? Hä? Wo ist die denn? Was? Wo? Ach, da. Okay. Haben wir einen Heckpfeil? Ja. Oh, das hätten wir vorhin machen können. Ich bin so intelligent. Mhm. Fuck. Willkommen im Zirkus der Bären. So. Wenigstens da mal nachgesorgt. Oh. Die Paarbindung ist ein Erfolg. Entfernt sich ein Exemplar der Alpha-Serie aus irgendeinem Grund zu weit von seiner Little Sister, kommt unsere physische Sicherung ins Spiel. Ein chemischer Auslöser, der zum Koma führt. Es ist eine symbiotische Beziehung, erzwungen durch die Pheromonstruktur des Mädchens. Das erste erfolgreiche Modell war Delta, glaube ich. Die Nähe zu der an ihn gebundenen Sister hält den Big Daddy am Leben und seine Kraft und sein Beschützerinstinkt sorgen für ihre Sicherheit. Ein Jammer, dass Dr. Su Chong nicht mehr unter uns weilt, um darauf anzustoßen. Su Chong, den kennen wir ja auch noch. So. Sieht aber nicht sehr glücklich aus. Ich will mich noch ganz kurz hier umschauen. Der tut mir ein bisschen leid. Ich weiß nicht. Die Stimme finde ich sympathisch, auch wenn der nur macht. Aber ein goldiger kleiner Kerl. Eine Rampe. Woo! Tony Hawk Skateboard. Kennt ihr noch? Oh. Oh, eine Spieluhr, die man nicht spielen kann. Entschuldigung. Entschuldigung, das war... Sollte unheimlich sein, aber... Oh, das ist unheimlich zum Beispiel. Was ist mit der Musik? Hier wohnen normalerweise die Little Sister, oder? Kann das sein? Was haben wir hier hinten? Sieh mal eine an. Eleanor. Ich bin ganz alleine hier, Mr. Tonband. Du bist mein flüsternder Freund. Dauernd kommt ein Arzt zu mir. Er sagt, Rapture braucht mich und dass er mich morgen woanders hinbringt. Ich habe gefragt, warum. Da hat er nur gelächelt. Ich bin keine Waise. Mom lebt ja irgendwo. Und Tante Gracie sucht mich wahrscheinlich. Aber ich kann nicht auf sie warten. Ich werde fliehen und Amir suchen. Und dann klauen wir ein U-Boot. Noch vor morgen weiß ich, wie Sonnenschein sich anfühlt. Das ist das Schlimme bei ihr. Sie war noch nie an der Oberfläche. Und jetzt guckt dieser Teddy uns an. Und es ist dunkel geworden. Hallo? Boah. Aber wo kam der denn gerade hier raus? Ach, da durch die Rohre wahrscheinlich. Die sind ja Meisterathleten, diese... Oh,
Dieses Spider-Splicer. Hallo? Ach, da. Okay, da können wir nicht durchschießen. Hallo? Oh. Verdammt. Wir sind eingesperrt. Daddy ist böse. Das wirst du bereuen. Ah, jetzt kommt der durch. Moment, Verdammt. So, der Große ist mal weg. Oh, schade, dass man die nicht wieder mitnehmen kann. Die sind sehr nützlich. Das ist alles dunkel. Warum? Ist da hinten? Hat das was geleuchtet? Hä? Eine Kamera? Ich dachte erst, das wäre der, der aufgehängt wurde. Den haben wir ja abgehängt, praktisch. Schon wieder, Leute. Sollen wir das machen? Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Und dann gehen wir auch weiter. Endlich. Boah, wir kommen hier kaum voran, merke ich gerade, ne? Blöd, aber ich versuche, die nächsten Folgen etwas zügiger anzugehen. Wir machen das in der nächsten Folge noch. Und wir gehen direkt dann weiter. Den ignorieren wir einfach. So, okay. Das ist ein Plan. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.